Moin, moin, heiße ich euch alle und willkommen zu, genau richtig, FIFA Let's Play FIFA 16. Heute spielen wir gegen Borussia Dortmund. Ja, wie schon erwartet, dass die Dortmunder jetzt Bremen besiegen, das ist fast schon, aber egal. Ja, heute mit einer komplett konfusen Aufstellung, liegt einfach daran, dass wir keine zentralen Mittelfeldleute haben, die fit sind und Verträge verlängern, haben wir schon am Anfang gemacht. So, also, heute gegen die Dortmunder, das wird keine leichte Partie. In den letzten Partien haben wir ja oft gegen Borussia Dortmund mit Ach und Krach gewonnen und das hoffe ich mal wird sich heute ändern. Wir haben gegen die München als letztes deutlich gewonnen. Ja, wahrscheinlich wusste schon mittlerweile das Spiel, dass wir eher gegen Dortmund ein interessantes Finale spielen würden als gegen Bayern München. Das kann sie natürlich haben. Deswegen haben sie das provoziert, dass wir jetzt gegen die Dortmunder ein Finale spielen. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, die Trophäe steht dort und die wollen wir haben. Es sollte die, glaube ich, 18. sein jetzt in unserem Let's Play. Also die nächste Trophäe, die enorm wichtig ist. Und dann schauen wir mal, wie das heute sein wird. Ja, Hummels vorneweg, der ja im Sommer ab sofort das Münchner Trikot anzieht. Ja, wie das dann bei Borussia Dortmund nächste Saison ablaufen wird, das ist natürlich auch interessant. Aber die Dortmunder haben schon so welche Rückschläge schon zurückgesteckt können und auch schon kompensieren können. Und mal gucken, ob sie das dieses Mal auch wieder hinkriegen. Ich denke schon. Und damit kann es gleich losgehen. Also, unsere Aufstellung, wie gesagt, ein bisschen konfus. Kagawa auch dabei im Mittelfeld, mit Sam im Mittelfeld. Die sollen beide eher offensiv agieren als defensiv. Aber wir gucken einfach mal. Wir hätten das theoretisch noch einstellen können, dass sie offensiv agieren können. Aber ich möchte doch schon, dass die Taktik die gleiche bleibt. Das heißt also, gegebenenfalls auch nach hinten laufen. Weil wenn du sie so einstellst, dass sie nur nach vorne laufen sollen, ja, dann hast du später das große Problem. Nee, wollen sie nicht. Also, nee, ist doof. Also, Finale. Wenn wir das Ding gewinnen, kriegen wir ein Premium-Pack. Ein goldenes Premium-Pack. Mit drei seltenen Karten. Mal gucken, ob das eine sehr sinnvolle Karte ist oder eher nicht. Letzten Monat hatten wir ja nicht so viel Glück mit Spielern, die wir gezogen haben, während wir wichtige, gute Spieler gekauft haben. Also da zeigt sich momentan eher der Trend, dass wir die nächsten Monate eher kaufen sollten, anstatt Packs ziehen. Was wiederum ja eine gute Chemie und alles Mögliche verursacht. Ja, Finn Bartels, kein einziges Mal eingesetzt, hatte ich ja erwähnt. Den haben wir lediglich als Spieler mitgenommen, damit wir einen guten Spieler haben. Damit wir einen Bundesligaspieler haben und nicht irgendwie einen zweiten, dritten, vierten, fünften Torhüter. Ja, vorne im Sturm natürlich der Dreifachsturm. Also das kann natürlich jetzt richtig gut werden und das kann auch da richtig nach hinten losgehen. Und damit willkommen. Also Hanek vorne heute im Sturm und unser anderer Stürmer, unser niederländischer Stürmer, soll heute sein Debüt zeigen und mal gucken, wie er sich spielen lässt und alles mögliche. Kagawa. Ja, Kagawa gegen Kagawa heute. Und Gingy! Unser Gingy hat getroffen! Dritte Minute! So darf es gerne weitergehen. Kagawa, und genau das meine ich damit. Na, du musst nicht unbedingt den Kagawa auf der richtigen Position stellen. Du kannst ihn auch ins Zentrum stellen und er macht trotzdem seine Tore. Der soll genau das machen, was er heute gemacht hat. Dritte Minute, Dortmund liegt zurück. Ja, das kennen die Dortmunder eigentlich nicht. Die Dortmunder kennen das eigentlich bei uns. Ja, dritte Minute, 1-0 Führung. Aber heute ist es nicht der Fall. Obwohl ein Dortmunder getroffen hat. Also, wir bleiben weiterhin dabei bei dieser Partie. Dass ein Dortmunder zu Anfang der Partie trifft. Dieses Mal steht der Dortmunder aber und bei uns unter Vertrag. Und hat sich hier beweisen können. Ja, Schiri gibt Foul, Schiri gibt Freistoß. Der nächste Cup, der wahrscheinlich dann demnächst anstehen wird, also wenn wir dann wenn wir wieder einen Cup machen könnten, glaube ich, wäre dann der französische Cup.
glaube, da haben wir auch genug Spieler. Beim englischen Premier League Cup, da habe ich ja nicht gespielt. Lag einfach daran, dass ich ja nicht so ganz sicher war, wie wir das dann machen wollen. Und ich glaube, dass mit den Cups hier spielen, ich glaube, das ist auch keine schlechte Idee. So. Das reicht jetzt in den nächsten Tagen, wo immer mal wieder sowas rauskommt, solche Cups. Die dann zu spielen, wäre nicht die doofste Idee. Oder was sagt ihr? Ich denke schon. So. Also theoretisch können wir jetzt auf Zeit spielen, aber wir sind in der 11. Minute. Also wenn wir jetzt in der 11. Minute schon anfangen auf Zeit zu spielen, dann würden wir gleich abschalten, aber das machen wir nicht. Weil das wäre einfach zu doof. Sehr schön, Lücke gefunden, nächste Lücke gefunden. Ah, ist alles okay. Nächste Lücke gefunden, da steht im Abseits. Und einfach mal rauf, und einfach mal rauf, und einfach mal rauf. Ja, so viel zum Debüt. Debüt gelungen, so kann man das im Endeffekt sagen. Oben in der Ecke hat es eingeschlagen, keine Chance. Birki, also. Da hat es Bumm gemacht hinten. 2-0, ja. Ich glaube, damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass wir hier die Dortmunder auch so abfertigen. Also, unfassbar. Na, das kann ja alles heiter werden. Heiter bis wolkig. So, Reus. Das ist er, der Reus. Der Marco Reus, der auch sowas kann. Klar, einfach mal, versuche einfach mal Schuss drauf. Ulreich kriegt den. Und es gibt Ecke Borussia. Ecke kommt. Und Ecke geht. Nicht gut vom Gabuna. Ja, aber wie hätte er den annehmen sollen? Also klar, unsere Abwehr war da relativ gut dabei. Die haben gut aufgepasst. Ja, ich muss sie auch mal loben. Also grundsätzlich, meine Abwehr hier oft in diesem Spiel relativ gut. Also ich bin echt begeistert davon, weil ganz viele meckern rum, Abwehrscheiße oder sonst was. Also bei uns ist es oft so, dass die Abwehr sehr gut aufgestellt ist, sehr gut dabei ist, sehr gut alles mitmacht. Und das ist das Gegentor. So, da kannst du aber nicht viel machen. Aubameyang trifft. Ja, natürlich, Salto, alles funktioniert, alles ist Paletti, alles ist super. So, was willst du da groß machen? Wenn wir jetzt Fehleranalyse machen. Süle macht alles richtig. Der versucht, den Aubameyang zu kriegen, den kriegt er aber nicht, weil Aubameyang schneller ist. So, in der Abwehr, Mkhitaryan und auch Reus sind beide perfekt gedeckt, da kommt, kann er nicht rüberpassen. Und so hat Dortmund den Anschlusstreffer geschossen. So viel zum Lob. So. Ja. Muss natürlich wieder schauen, gucken, wo, was, wer, wie, weshalb, warum. Wo steht... zwei Tore Vorsprung wieder drinne haben. Birki! Ja, Hanek hat doch noch kein Tor geschossen. Aber der ist ja auch, wird ja auch super gedeckt von den Verteidigern. Die wissen beide ganz genau, die Verteidiger, wenn wir den Hanek durchlassen, der macht seine Tore. Der ist brandgefährlich da vorne. Ecke Volland. Ecke Volland, Kopfball. Ja, das war harmlos. Das war nix. So, Aubameyang verliert den Ball Gott sei Dank gegen Papadopoulos. So, schauen, gucken, wo ist wieder wer frei. 28 Minuten erst gespielt. Das Spiel ist relativ offen dafür, dass wir eigentlich hier den Ball wie belieben spielen können. So, Hummels passt auf. Wieder Neujahrsaufbau spielen. Ja, natürlich. Tiki-Taka-like immer wieder.
hin, her, zurück, Ballbesitz, Lücken suchen, passen und noch mehr passen, wenig laufen. Ja, viele FIFA-Spieler würden sagen, meine Fresse, du spielst so langsam wie, weiß ich nicht, du musst mal durchrennen, einfach mal laufen, lauf. Und irgendwie kriegst du dann schon deine Tore und irgendwie klappt das schon, aber hab schon oft versucht, habt ihr auch schon im Let's Play mitgekriegt, dass wir das oft versucht haben, einfach mit durchlaufen. Dann haben wir diese Spiele in der Regel alle verloren. Also, ich bleib dann gerne mal meiner Taktik hier. Kagawa, im Zweikampf halten, wird im Elfmeterbereich gefoult von Sokrates und trotzdem gibt es keinen Elfmeter. Und dementsprechend die Kontermöglichkeit für Borussia. Mit Aubameyang, ja, kommt da vorbei. Aubameyang, super Flanke und weg das Ding. Na, so viel dazu. Also, manchmal die Schiedsrichter, also am meisten stört mich im Endeffekt die Schiedsrichterentscheidung, die wirklich zwischendurch echt schlecht sind. So, Flanke, Anton und Ecke. Ecke, Volland. Wir versuchen es einfach nochmal. Genauso wie eben. Das steht auch so schön perfekt da, also. Warum nicht? Darum nicht. Nächster Eckball. Ich glaube, wir sollten wirklich gezielter da in die Mitte schießen. Genau das meine ich. So, kann er nicht. Kann er nicht. Kann er nicht. So, jetzt bloß nicht hier verunsichern lassen davon, dass das da ein riesen Bulk ist. Weil wenn du dich da verunsichern lässt, ne, dann hat der Gegner den Ball und dann läuft er und läuft und läuft und läuft und läuft und schießt das Tor. Und dann, ja, dann ist das mein Groß. So, jetzt vielleicht, ja, das kannst du nicht sehen als Torwart. Martin Harnik trifft 3-1. Alles sehr gut gelaufen. Harnik schießt das Tor im Endeffekt durch die Beine durch. Hummels macht das Tor auf, sozusagen. Birki sieht ihn zu spät, hat wahrscheinlich eher erwartet, ja, der Hummels, der kriegt den Ball noch. Aber denkst du, der hat ihn überhaupt nicht gekriegt. Dementsprechend, unser Österreicher trifft zum 3:1 und die Sache ist hier fast wieder gegessen. Aber halt nur fast. Also es ist ja nicht so, dass der Gegner Borussia Dortmund hier eindeutig schlechter ist. Nein, nein, die fighten und kämpfen hier. Wir sehen, glaube ich, einen verletzten Spieler auf dem Feld. Wird Dortmund jetzt gleich reagieren? Das ist die große Frage. Nein, werden sie nicht. Einwurf. Vielleicht hat er auch nur Schauspieler. Wer weiß. Gut, den Schnellangriff können wir nicht starten. Macht aber nichts. Wir führen hier mit 3:1 und das darf auch gerne so weitergehen. So, ja, 5 Chancen, bislang läuft es. Bislang ist alles gut. Also mit Sam in der Mitte, ja, ich, ehrlich gesagt, ist glaube ich nicht so viel aufgefallen. Aber der ist auf dem Feld, also ist alles gut. Alles gut. Kagawa sehr aktiv heute. Aber wo ich ihn gerade hier nenne, Sam am Ball. Also auf Kagawa. Ne, so viel dazu. Also Kagawa aktiv hier heute wirklich auf dem Feld und aktiv dabei. Ja, genau das habe ich vor rund einigen Spielminuten gesagt. Ne? Der Harnik wird perfekt gedeckt und deswegen schießt er keine Tore. Jetzt wird er nicht perfekt gedeckt und jetzt schießt er seine Tore. Martin Harnik, sein nächster Treffer. Und so läuft das dann. Also, die Dortmunder werden jetzt hier auseinandergenommen, weil die Abwehr nicht funktioniert. 3 Tore Vorsprung, also wenn wir das jetzt hier verspielen, also, okay. Wir dürfen einfach nur keine Freistöße zulassen. Eigentlich im Endeffekt ist es das. Wir dürfen jetzt nicht da vorne Freistöße zulassen, weil dann kann Borussia Dortmund das aufholen. Der Reus kann Freistöße schießen. Und Harnik. So, nach vorne gespielt.
Nee, da ist nichts. Du kommst da nicht durch. Wir müssen da irgendwie abspielen. Können wir. Da oben steht jemand frei und steht nicht im Abseits. Sehr schön. Flanke kommt. Flanke geht. Treffer zählt. Danke. 5-1. 4-1, muss ich schon sagen. 5-1. Treffer zählt. Gucken wir uns das an. Die Flanke ist super. Der Abwehrmann ist auch super. Liegt nämlich direkt uns den Ball vor den Füßen. Und wir donnern den mal rein. Normalerweise verschießen wir sowas. Also in der Regel. Aber heute klappt es. So sehen super Tore aus. 5-1. Also das ist jetzt deutlich. Also sehr deutlich. Also unfassbar deutlich. So, Volland. Also anscheinend ist das wirklich die richtige Option, mit diesen Spielern hier weiterzuspielen. Aber wie ich ja schon gesagt habe, wir haben eine Challenge. Und das wäre es natürlich hier gewesen. Hier zum nächsten Tor. So, Foul. Ja, aus der Situation. Da kannst du kein Tor schießen. Aber aus der hier. Harnik. Ah, schade. Wollte jetzt noch so einen Trick anwenden. Ja, normalerweise. Ich hatte ja vor einigen Monaten, habe ich ja gesagt, wurde mir gesagt, dass ich mehr Tricks anwenden soll. Daraufhin habe ich dann gesagt, ja, Tricks ist nicht so meins, weil ich nicht so derjenige bin, der so viel tricksen kann. Und wenn es mal klappt, ist es ein Zufall. Sehe hier. Ich habe es mal wieder versucht. So, Versuch macht klug, sagen wir. Reus. Ah, geblockt. So, kein Elfmeter. Der fliegt da einfach so. Also, hat noch nicht mehr irgendwas gemacht. So, nach oben spielen wollte ich jetzt gerade. Habe aber dann gesehen, dass der Dortmunder da hier versucht, die Passbahn zu schließen. Die Passbahn, ja. Und weg. Und langsam wieder nach vorne. So, aber Sam ist auch wieder nach dem Anfang der Partie wieder völlig verschwunden von der Bildfläche. Panik. Ja. Zack. 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 So, kriegt die Abwehr den. Den werden sie nicht kriegen, aber das war sehr schlecht. Das war sehr schlecht. Es gibt aber Eckball. Ecke und Kagawa wird eingewechselt. Also der Zwillingsbruder von unserem Shinji. Oh je. Wenn man das mal so sagt, man muss das mal so sagen, ne? Im Endeffekt ja. Von unserer Nummer 9. 7. 7, Entschuldigung. So, Aubameyang. Dankeschön. Dieses Mal gegen Anton verloren. So, und Einwurf Dortmund. Wenigstens sind dann unsere Spieler alle wieder hinten, wie es sein sollte. Und es ist Abseits. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es wirklich Abseits war. Also, ja, okay. Okay, also ganz, ganz knapp. Also wir haben auch schon so oft viele so welche Situationen gehabt, wo es auch wirklich ähnlich war. Wo dann eigentlich gesagt hätten, na, eigentlich kein Abseits. In dem Falle ist es ganz, ganz knapp Abseits. Nicht auf gleicher Höhe. Weiß ich nicht, mit 2 Fußlängen ungefähr im Abseits. So, Harnik. Rausspielen, nach oben spielen zu Volland. Der macht genau dasselbe wie eben. Glaube ich. Nö, Anton. Rübergeflankt. Kagawa im Abseits. Unser Shinji war im Abseits, ja. Aber beide waren im Abseits. Beide unsere Sturmakteure waren im Abseits. Aber komm, beim 5-1, da regst du dich nicht drüber auf. Na, sagst du dir, ach komm, ja, dann ist es eben so. Dann ist es so, dann müssen wir damit leben, dann ist es denn, ja, gut, also, ne. So, auf dem Weg zum 6-1, so sieht's aus, 6-1, also, das nennt man Abwehrfehler. Das ist ein katastrophaler Abwehrfehler gewesen, also, schlimmer geht's kaum und wir nutzen es aus, also, Hummels sieht da auch absolut schlecht aus, der greift nicht an. Überhaupt nicht. Der beobachtet er, sagt, oh ja, der wird den schon nicht treffen. Die Torschusschance des Gegners immer schlecht, ja. Aber heute klappt auch das.
Heute klappt alles. Es ist ja schon fast wie ein Zauber gerade, dass hier heute wirklich alles klappt, was normalerweise daneben geht. So. Gucken wir mal. Ja, der war jetzt... einfach jetzt mal wirklich so welche Sachen, die grundsätzlich nie funktionieren. Mal einfach wirklich jetzt versuchen zu machen. So, Hummels verlässt den Platz. Ja, wie gesagt, heute nicht gut. Absolut nicht. Und aus. Ja, das Tor wollen wir uns nicht nochmal angucken. Also 6:1 gegen Borussia Dortmund. Das hätte ich nicht erwartet, dass wir die wirklich so heftig besiegen. Also ich hätte jetzt allerhöchstens gedacht, so von wegen, oh, wir waren wahrscheinlich 1-0 oder so gewinnt. Und das dann auch erst in der 90. oder so. Oder in der 88. Davor werden wir die Dortmunder auf jeden Fall nicht ärgern können. Aber das ist absolut das Gegenteil heute. Die haben heute so viele Fehler gemacht. Wir haben so viel Glück. Also, wenn du beides in einer Partie hast, dann ist wirklich alles gelaufen. Fast das 7:1. Also, da läuft irgendwas nicht. Ecke Volland. Kopfball, kein 7:1. Oh je, oh je. Ah, Zweikampf halten ist... Naja. So, Freistoß. 4 Minuten noch. Gut, wir haben den Pokal gewonnen. Was wird es denn jetzt eigentlich im Endeffekt in diesem Pack geben? Wird es gute Spieler geben? Wird es irgendwelche ordentlichen Spieler geben, die wir dann im Juni benutzen können? Oder wird so welche Spieler sein, die wir als Vertretung von Rakitic und Finn Bartels haben? Also dementsprechend eher die den als einen guten ZM oder als guten RM, die dann als, ja, sozusagen, wie ich gesagt habe, Vertretung gelten. Also europameisterschaftstechnisch weiß ich nicht, wie das laufen wird. Ob es da irgendwelche Challenges geben wird oder was weiß ich. Wird sich ja alles erst zeigen dann. Die ja bald dann ist. Also die bald die Europameisterschaft. So. Gewonnen 6:1. Ist in Ordnung. Können wir abhaken. Unser Team freut sich. Natürlich darf sich unser Team freuen. Aber das Ergebnis hat eigentlich heute Bände getragen. Er hat heute alles gesprochen. Und ja. Der eine Kakawa freut sich. Der andere trauert so ein bisschen vor sich her. Aber so ist das eben manchmal im Fußball. Ja. Der denkt sich auch. Verdammt, hätte ich bloß das zweite Tor gemacht. Dann wäre er wahrscheinlich nicht so untergegangen. Kann gut sein. Es kann gut sein, wenn der das Tor, das 2:2 macht, dass das dann wahrscheinlich alles ein wenig anders läuft. Aber es ist nicht anders gelaufen. Und es ist so, wie es jetzt ist. Wir haben den Titel. Wir haben dieses Turnier gewonnen. Und können damit zufrieden in die nächsten Partien gehen. Und lassen uns erstmal feiern noch von unseren Fans. Selbstverständlich. Und dann schauen wir mal. So, Highlights brauchen wir nicht gucken. Es ist ja auch Wurst. So, das Set. Und Spieler des Tages, ja. Also im Endeffekt, Kagawa hat wirklich sehr viel hingelegt. Auf der anderen Seite, ja, also war heute nichts. War heute wirklich extrem schlecht gelaufen. So kann man das eigentlich betiteln. Es ist heute sehr, sehr schlecht gelaufen für die Dortmunder. Aber für uns ist es gut. Für uns ist es perfekt, für uns ist es super. Und damit ab geht's zum Shop und ab geht's zum Set und ab geht's zum Gucken. Wer ist denn im nächsten Monat dabei? Im nächsten Monat dabei ist ein Mittelfeldmann. Ich glaube es nicht. Habt ihr das gesehen? Wir haben Ivan Rakitic gezogen. Den haben wir aber schon. Es ist doch unglaublich. Also, so viele Spieler können wir haben. Und gerade den, den ich gekauft habe für diesen Monat, haben wir jetzt doppelt gezogen. Oh je. Also, natürlich, das ist super, dass wir einen Rakitic gezogen haben. So ist das jetzt natürlich interessant.
So, wir nehmen den Rakitic, den wir jetzt gezogen haben, und tun den anderen wieder auf die Transferliste. Ja, den tun wir wieder auf die Transferliste. Es ist unfassbar, okay. Ja, sonst eigentlich doch einen Schweden haben wir, einen linken Mittelfeldmann und einen ZOM, ist auch in Ordnung. Einen neuen Trainer, zwei neue Trainer, einen italienischen und einen englischen. Verträge, super. Und Cameron Style Senzel, das wird wahrscheinlich dann derjenige sein, der Grätschen machen kann. Das ist aber für uns unrelevant eigentlich. Und alle Vereine wirklich in den, alle Objekte wirklich in den Verein. So. Gut, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Und ja, nächstes Mal werde ich dann den Preis veröffentlichen für Rakitic, dass ihr den vielleicht kaufen könnt und dadurch den Kanal unterstützen könnt. Eventuell, je nachdem, wie ihr Lust und Laune habt. Wir sehen uns. Bis nächstes Mal. Tschüss.